Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen auf unserem Sender Kanal 3. Schön, dass Sie wieder zu unserem Magazin Treffpunkt Murtal eingeschaltet haben. Wir hoffen natürlich, Sie können den Sommer in vollen Zügen genießen. Wir waren in der Zwischenzeit sehr fleißig und haben einige interessante und spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir haben hilfreiche Tipps und spannende Event-Highlights im Gepäck. Ein kurzer Spot und dann kommen wir schon zum ersten Beitrag. Gute Unterhaltung bei der folgenden Sendung wünscht Ihnen Heinzel Pölz, Ihr innovativer Arbeitgeber im Murtal. Mit unserem ersten Beitrag starten wir gleich mit einem Event-Scout. Von 13. bis 16. Juli und von 20. bis 23. Juli haben bzw. finden die Zeltweger Reitsporttage statt. Wir haben uns dieses Großevent natürlich wieder einmal nicht entgehen lassen und waren mit unserer Kamera vor Ort. Ja, die Zeltweger Reitsporttage 2023 sind im vollen Gange. Hier hinter mir an der Reitsportanlage des Reitclubs Zeltweg Farach. Highlights heute sind unter anderem der D-Move Amateurs Cup und natürlich der große Preis der Sportstadt Zeltweg. Was macht dieses Event jetzt so besonders heute? Was sind denn die Highlights? Also der Höhepunkt an dem heutigen Tag ist absolut der große Preis der Sportstadt Zeltweg. Wir haben jetzt ein Amateur-Masters-Springen gesponsert von KPG. Das ist auch haben wir auch jedes Jahr, ist ein ganz tolles Springen. Aber der absolute Höhepunkt ist natürlich der große Preis der Sportstadt Zeltweg. Weil gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jährchen. War das absehbar, dass es einmal so groß und so international wird? Absolut nicht. Wir haben ganz klein begonnen im Jahr 1979 mit dem Bau der Reithalle und es ist dann immer wieder ein bisschen was dazugekommen. Wir haben 1981 das erste Turnier gemacht, damals mit einer Sensation von 100 Startern, also 100 Pferden am Start. Und es ist halt, ja, es ist so klein gewachsen von Jahr zu Jahr. Es ist immer etwas dazugekommen und immer mehr investiert worden. Mein Mann hat sich da sehr bemüht und hat immer wieder erweitert und vergrößert und besser gemacht. Und umso besser die Anlage eben wurde, desto größere Turniere haben wir zugesprochen bekommen vom Verband. Und ja, so hat sich das entwickelt und so haben wir diesen Standard heute, auf den wir sehr stolz sind. Wie viele Reiter sind da heute vertreten und welche Nationen? Also wir haben, es ist ein nationales Turnier mit internationaler Beteiligung. Wir haben 330 Pferde am Start an diesem Wochenende. Das ist ein sehr schönes Nennergebnis. Am nächsten Wochenende haben wir ja, am Donnerstag beginnt ja bereits nächste Woche das zweite Turnier. Da haben wir dann noch mehr Pferde, da haben wir über 400. Und das ist dann, da sind wir bei so einer Cup-Serie dabei. Das ist so auf der nationalen Ebene in Österreich so der Top-Level. Da sind wir vier Veranstalter und wir sind die dritte Station. Und da sind sehr gute Leute am Start. Ja, der D-Move Amateur Masters Cup ist auch im vollen Gange momentan. Wie oft seid ihr nicht schon dabei gewesen? Eigentlich jedes Jahr. Seit es die Move gibt, ist eine tolle Veranstaltung, gefällt uns sehr hier, super Ambiente, heute haben wir wieder tolles Wetter, also im Großen und Ganzen passt alles. Das heißt optimale Wettbewerbsbedingungen? Ja, auch das Ambiente rundherum vom Veranstalter her, die Platzbedingungen, das ist alles super. Wie gestaltet sich heuer der Parcours, was sind die Schwierigkeiten? Genau, die Schwierigkeiten hoffentlich sind im ganzen Parcours, nicht auf einen Sprung soll es sein. Bis jetzt klappt das. Es gibt 47 Reiter, ich glaube wir haben jetzt schon 8 Nuller, ich weiß nicht genau. Es sieht gut aus. Ja, im Hintergrund der Parcours wird bereits umgebaut und gleich geht es dann weiter mit dem großen Preis der Sportstadt Zeltweg. Wie ist es heute hier zu sein? Was ist das für ein Gefühl? Ist jedes Jahr eine tolle Veranstaltung da. Überhaupt für mich, weil ich 10 Minuten von da aus Knittelfeld komme. Ist das die erste Woche, das erste Highlight, dass da der große Preis steht an.
Wir sind alle motiviert, gut drauf und das Wetter ist super und wir hoffen das Beste. Das heißt, die Bedingungen passen gut? Die Bedingungen passen immer gut. Max Kaltenegger mit seinem ganzen Team schaut da extrem, dass das alles passt für die Reiter, für die Pferde, allen drumherum. Also da ist vom Feinsten alles. Wie seid ihr heute vorbereitet auf das Rennen? Also mein Pferd sprang bis jetzt wirklich super. Er war die letzten drei Tage fehlerfrei und ich freue mich jetzt riesig auf den großen Preis. Wie bereitet man sich im Vorfeld auf so ein Turnier eigentlich vor? Ja, das ist natürlich 24/7 tägliche Arbeit und es ist auch neben dem Reiten auch ganz viel rumherum und ich pflege auch gerne meine Pferde selber. Bist du heuer das erste Mal beim großen Preis dabei? Ich bin schon zum vierten Mal jetzt beim großen Preis dabei in Folge. Wir kommen jedes Jahr auf das Turnier und ja, ich freue mich heute dabei zu sein. Was glaubst du, wie anspruchsvoll wird denn der Parcours heute? Ja, sicherlich ist das der anspruchsvollste Parcours vom ganzen Turnier dieses Wochenende. Der große Preis Highlight am Sonntag. Und ja, werden wir schauen, wie wir alle gemeinsam das meistern. Mit welchem Pferd bestreitest du heute das Turnier? Ich reite heute mit meinem Pferd The Great Gatsby D. Ja, war Vierter schon gestern im Hohenspringen und ja, habe jetzt gute Erwartungen an den großen Preis. Ja, heute gab es ein wunderschönes Wetter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle hier von den Zeltweger Reitsporttagen 2023 und natürlich gratulieren wir auch den Gewinnern des Bewerbes. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Von Eventscout Nummer 1 kommen wir nun zu Eventscout Nummer 2. Summer Dance Festival, so nennt sich das neue Kinder- und Jugendformat, welches in der Stadtgemeinde Knittelfeld stattfindet. Was da los war, das zeigen wir Ihnen jetzt. Tanz, Akrobatik, Musik und Gesundheit. Um diese Themen dreht sich unser heutiger Eventscout. Ich darf Sie nämlich recht herzlich vom Summer Dance Festival in Knittelfeld begrüßen. In dem Gebäude hinter mir wird bereits fleißig getanzt und Musik gemacht. Deshalb würde ich sagen, wir starten gleich und schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. Was wird denn beim Summer Dance Festival geboten? Wie schaut denn das Programm aus? Bei uns können alle Kinder zwischen 4 und 17 Jahren Hip-Hop lernen, Showdance, Akrobatik, Cheerleading. Dann haben wir noch dabei Popgesang. Das ist auch super toll für die ganz Kleinen, nochmal Klangerlebnis. Und wir machen auch gesunde Sommersmoothies mit ihnen. Das heißt, wir klären sie ein bisschen auf über gesunde Ernährung und trainieren sie im Bereich Selbstbewusstsein und Resilienztraining. Das heißt, wir haben auch Mentaltraining dabei. Und wieso ist jetzt die musische Bildung oder Bewegung und auch die gesunde Ernährung so wichtig für Kinder und Jugendliche? Ja, Tanzen ist ja einfach Bewegung aus Freude und auch Singen ist Sprechen mit sehr viel Freude. Und die Kinder sind ja noch voller Energie und voller Freude. Und das versuchen wir natürlich hier zu fördern und zu pushen. Und am Donnerstag können dann die Kinder zeigen, was sie gelernt haben. Das ist ein zusätzlicher Motivationsfaktor. Das heißt, sie treten dann auf. Wir haben eine riesige Parade durch die Stadt. Und auf der Bühne zeigen sie dann, was sie gelernt haben. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, weil sie ganz viel Spaß haben. Und wieso ist es wichtig, so eine Veranstaltung durchzuführen, beziehungsweise auch die Themen Bewegung und Gesundheit an die Kinder heranzubringen? Ja, unsere Stadt schaut sehr auf gesunde, junge Kinder. Und da war es uns wichtig, dass wir das in unserem Sommerprogramm aufnehmen. Und wir haben es probiert im Mai mit einer Voranmeldung, ob das gewünscht ist bei unseren Eltern. Und wir haben innerhalb von 14 Tagen 40 Anmeldungen gehabt. Und jetzt haben wir über 50 Kinder, die da jeden Tag brav turnen. Wie gefällt es dir da beim Summer Dance Festival in Knittelfeld? Also mir gefällt es sehr gut beim Summer Dance Festival, weil ich eben ich bin schon länger bei der Arena und kann schon viel Dinge und es macht mir sehr viel Spaß. Und was hast du bis jetzt alles schon da machen können und was hat dir vielleicht auch am besten gefallen? Also wir haben von Akrobatik bis Hip-Hop über Showdance, Cheerleading und mit den Flügeln, also so gut wie alles eigentlich gemacht. Ich tanze ziemlich gern Hip-Hop und ja,
gefällt mir ganz gut. Wie gefällt es euch heute da? Schön. Cool. Voll gut. Und was habt ihr heute euch schon machen können oder die letzten Tage schon alles machen können? Spagat. Ein Rad. Eine Brücke nach hinten. Meine persönliche Motivation hinter der Veranstaltung ist es, die Kinder zu fördern und ihnen genug Freiraum zu geben, alles auszuleben, was man sonst immer ein bisschen zurückhalten muss. Man muss ja immer sehr gesittet und sehr brav sein. Und hier haben sie einfach die Gelegenheit, wirklich einmal Gas zu geben, ihre Kräfte rauszulassen, Akrobatik zu machen, Neues zu lernen, auch untereinander ein bisschen zu improvisieren, mit verschiedenen Geräten zu agieren. Das heißt, wir haben ja die Pompoms beim Cheerleading, wir haben die Wings beim Showdance. Das heißt, sie haben ganz, ganz viel Gelegenheit zu wachsen und Spaß zu haben. Hier beim Summer Dance Festival in Knittelfeld wird natürlich noch weiter trainiert. Für uns ist es jedoch schon wieder an der Zeit, uns bei Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, wir dürfen Sie bald wieder bei einem neuen Event Scout begrüßen. Ganz schön viel los in Knittelfeld und so kommen wir schon weiter zu unserem nächsten Interview. Miteinander für eine attraktive, lebendige Innenstadt. Unter diesem Motto wurde vor über 2 Jahren das City Management in Knittelfeld gegründet. Zum Interview-Spezial hat meine Kollegin Nina Wilding den Geschäftsführer Jörg Opitz getroffen, um über die Ziele und Aufgaben des Konzepts zu plaudern. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einem neuen Interview-Spezial. Wir sind dieses Mal zu Gast beim City Management in Knittelfeld und neben mir sitzt der Geschäftsführer Jörg Opitz. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass wir hier bei dir sein dürfen. Ja, herzlich willkommen in Knittelfeld und danke für die Möglichkeit zum Interview. Sehr gerne. Ja, das City Management Knittelfeld ist ein LEADER-Projekt und 2021 gegründet worden. Wann und warum war klar, die Stadt braucht diesen Verein? Das City Management ist gegründet worden, weil der Tourismusverband Knittelfeld aufgelöst worden ist. Die ganzen regionalen Tourismusverbände sind ja zusammengelegt worden zur Erlebnisregion Murtal. Und dann hat in Knittelfeld eine Organisationsstruktur gefehlt. Und so wurde eben das City Management Knittelfeld gegründet in der Form des Vereines, weil das einfach rechtlich die einfachste Form der Umsetzung einmal war. Wobei sich der Aufgabenbereich des City Management doch erheblich von einem Tourismusbüro unterscheidet. Also einige Aufgaben, die früher der Tourismusverband übergehabt hat, hat das City Management übernommen. Aber was zählt jetzt alles zu eurem Aufgabenbereich und was ist auch das Ziel dahinter? Also der Aufgabenbereich ist, grundsätzlich sind wir einmal Ansprechpartner für alle lokalen Akteure, alle Betriebe, die in der Knittelfeller Innenstadt ansässig sind. Unser Wirkungsbereich ist wirklich auf die Innenstadt bezogen, also nicht auf die gesamte Stadt. Es gehört natürlich dazu das Eventmanagement, wobei man, und das passiert sehr häufig, das City Management auf Eventmanagement reduziert wird. Das ist auch ein Teil, der natürlich dazugehört. Da setzt man teilweise auf sehr traditionelle Veranstaltungen, aber ein bisschen auch nach dem Motto, weniger ist mehr, also qualitative Veranstaltungen, aber dafür weniger. Ganz wichtig ist, sind auch Kundenbindungsinstrumente zu schaffen und auch entsprechendes Marketing für die Innenstadt zu betreiben. Und als letzter Teil, oder für mich ist es der wichtigste Teil, das ist das Standortmarketing, wo es grundsätzlich um die Tätigkeiten geht, also im Volksmund würde man das bezeichnen, das Leerflächenmanagement und die Befüllung von Leerflächen. Wir sind Ansprechpartner für die Makler, für die Hauseigentümer. Wir vermitteln Leerflächen und wir setzen natürlich auf ganz innovative und neue Zugänge, um unsere Stadt wieder zu füllen. Innenstadtbelebung, das große Ziel. Jetzt sind die vergangenen 2 Jahre, seit es das City Management gibt, fast 2 Jahre, von großen Herausforderungen geprägt. Womit hat denn das City Management zu kämpfen gehabt oder was waren vielleicht die größten Herausforderungen in dieser Zeit? Naja, die größte Herausforderung ist sicher geschuldet auch durch ein geändertes Konsumverhalten, durch Aktivitäten auf der grünen Wiese, durch den Onlinehandel, der sich natürlich immer mehr zum Konkurrenten entwickelt, dass wir eine zunehmende Anzahl von Leerflächen haben. Knittelfeld steht im Gegensatz zu anderen Städten eh noch relativ gut da und da versuchen wir durch einen Gründerwettbewerb, durch das Start-up-Projekt neue innovative Unternehmen nach Knittelfeld zu bringen, um einfach den Branchenmix in Knittelfeld auch
qualitativ auszubauen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Also, dass man gute Events macht, das sehe ich als Muss an. Aber grundsätzlich das Standortmarketing, das ist die größte Herausforderung in Knittelfeld. Ja, das Projekt Startup, das du schon angesprochen hast, wie läuft das ab? Das ist ja derzeit im Laufen. Wie funktioniert denn das? Das muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die erste Idee für das Startup, die habe ich vor 2 Jahren in der Stadtgemeinde präsentiert. Das ist auf sehr offene Ohren gestoßen. Wir haben sehr viele gleiche Branchen in Knittelfeld und ganz einfach, um hier innovativ ein bisschen eingreifen zu können, wurde ein Gründerwettbewerb initiiert, eigentlich ein Standort-Innenstadt-Business-Wettbewerb. Der verläuft in 3 Phasen. Die erste Phase haben wir bereits abgeschlossen, da wurde die Marktfähigkeit der bestehenden Immobilien überprüft und wir sind alle, Knittelfeld Immobilien sind marktfähig, sowohl von der Qualität als auch vom Preis her. Der eigentliche Gründerwettbewerb, der beginnt oder hat jetzt begonnen mit 1. Juli und läuft bis 31. Dezember. Und hier suchen wir innovative Unternehmen aus allen Bereichen, also es ist kein Bereich ausgeschlossen, sowohl Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Handwerk. Nur es muss die Idee heute ein bisschen über das Übliche sein. Ich sage immer, ein Lokal zu eröffnen und zwar Bierfassel hineinzustellen, wird nicht reichen, sondern es muss schon in die Richtung Themengastronomie dann gehen. Und was bekommt der Gründer? Der Gründer bekommt Dienstleistungen im Gesamtwert von weit über 100.000 Euro. Wir haben hier ein Partnernetzwerk mit 23 regionalen Betrieben aufgebaut. Es geht von Medienschaltungen bis zu Energiegutscheinen, bis zum Fotografen, Marketingdienstleistungen. Also alles, was der Gründer am Anfang braucht, was man sich aber schwer leisten kann. Und man unterstützt praktisch im ersten Jahr nach der Gründung, also wie gesagt, bis Ende des Jahres läuft der Gründerwettbewerb und 2024 wird praktisch der Unternehmer wirklich an der Hand geführt, bis er ein marktfähiges Konzept hat und in Knittelfeld sich ansiedeln kann. Wichtig ist auch, wenn man sich jetzt bewirbt und man kann sich jetzt schon bewerben, es ist ein sehr fundierter Businessplan und auch Finanzplan notwendig. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir unterstützen aber auch in dieser Zeit schon. Es steht die Steuerberatungskanzlei Heingartner zur Verfügung bei der Erstellung des Businessplanes, dass man da Hilfeleistung bietet. Wenn bereits jetzt Leerflächen oder Immobilien angeschaut werden wollen, dann bitte ich an das City Management wenden. Und wir haben auch einen externen Partner, die Zimmer Austria GmbH, die sonst für alle Fragen rund um den Wettbewerb zur Verfügung steht. Also alle Interessierten mit einer innovativen Idee können sich melden. Ab sofort einfach bewerben, einfach herkommen. Wir helfen gern weiter, wenn es irgendwo hakt. Jetzt würde mich interessieren, Jörg, warum war für dich damals vor fast 2 Jahren klar, dass du dich dieser Sache annehmen möchtest und das City Management in Knittelfeld leiten möchtest? Ich bin ja nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es gibt den Verein Einkaufsstadt Knittelfeld, der sich um Handelsbelange, vor allem um den Einzelhandel kümmert. Das sind vor allem die Shopping-Events, aber auch die Verwaltung der Knittelfelder 25-Euro-Münze unterliegt diesem Verein. Das mache ich jetzt seit 12 Jahren als Obmann und da ist es nahegelegen, dass das einer übernimmt. Ich bin auch gebürtiger Knittelfelder, bin hier zur Schule gegangen, habe seit über 2 Jahrzehnten hier meine Werbeagentur und ich kenne die Innenstadt, glaube ich, sehr gut und auch die Schwierigkeiten, aber auch das Positive natürlich und so hat einfach das eine das andere ergeben und so ist es zum Geschäftsführer des City Managements geworden. Und was liegt dir persönlich besonders am Herzen? Worauf legst du den Fokus? Wo sind die Schwerpunkte? Das Ziel wäre natürlich eine volle Innenstadt mit einem hohen Erlebniswert. Wie gesagt, mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen in die Stadt zu bekommen, die Frequenz zu erhöhen, die Aufenthaltsdauer hier zu erhöhen. Das schaffe ich mit schönen und qualitativen Events. Ein Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, ist das Markteln in Knittelfeld. Jeden Samstag oder jeden Dienstag und Samstag findet der Knittelfelder Wochenmarkt statt. Das ist schon ein Bauernmarkt. Rechtlich nennt sich es nur Wochenmarkt, weil wir auch Gewerbebetrieben die Möglichkeit bieten, hier einen Marktstand zu eröffnen. Und da gibt es eben sehr viele Themen, Schwerpunkte, vom Bella Italia bis zum Marktfrühstück, Osterbauernmarkt und so weiter. Und
vielen Städten, glaube ich, ist es gar nicht bewusst, welches Potenzial im Bauernmarkt liegt. Der Bauernmarkt, den gibt es zwar in jeder Stadt und er wird so als gegeben angesehen, dass man ihn gar nicht mehr sieht. Ich im Rahmen der Strategieentwicklung vom City Management haben wir das herausgekitzelt, diese Strategie, weil es gibt hier sehr viele Gründe, den auch zu pushen. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 30 Euro am Bauernmarkt ausgegeben werden und bis zu 60 im umliegenden Handel, dass es ist ein, ich bezeichne das gerne als einen emotionsgeladenen Erlebniseinkauf unter freiem Himmel. Wenn Sie selber am Bauernmarkt sind, da ist kein Stress, man unterhält sich, es ist eine gute Stimmung, man kommt mit den Marktbeschickern ins Gespräch und ich höre immer wieder, habe gesagt, so, und jetzt gehen wir noch in Knittelfeld eine Runde und trinken wir noch einen Kaffee und gehen wir noch ein bisschen shoppen und genau das wollen wir in Knittelfeld erreichen und ich glaube, die Idee oder die Strategie des Marktes in Knittelfeld geht voll auf. Wird gut angenommen von den Knittelfeldern. Welche Bilanz kannst du jetzt nach fast zwei Jahren City Management Knittelfeld ziehen? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit unseren Strategien. Natürlich ist Luft nach oben, da braucht man gar nicht rein. Das ist in allen Städten so, in Knittelfeld auch. Das City Management, das muss man eigentlich als stetigen Prozess verstehen. Viele Leute glauben, jetzt kommt ein Neuer und es geschehen jetzt Wunder. Wir kochen auch nur mit Wasser. Wir können nicht mit einem Zauberstab sagen, Simsalabim, und die Innenstadt ist voll. Es ist sehr viel Kleinarbeit dahinter. Ich glaube, dass wir mit unseren Projekten, eben mit dem Startup Knittelfeld, mit den Markteln, mit unseren Traditionsveranstaltungen wie der Music Night Knittelfeld, mit einem Weihnachtsmarkt, den wir in dem Jahr ganz neu aufstellen, durchaus Säulen haben, die diese Entwicklung vorantreiben können. Ja, Luft nach oben, hast du gesagt. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also was soll künftig noch in Angriff genommen werden, was du jetzt schon sagen kannst? Wie gesagt, es gibt neue Entwicklungen bei den Events. Wir arbeiten teilweise an neuen Ausrichtungen der Einzelhandelsveranstaltungen. Wie bereits angesprochen, der Weihnachtsmarkt wird total neu konzipiert. Wir werden auch wieder dieses Jahr ein Bauernsilvester durchführen. Nächstes Jahr gibt es 800 Jahre Knittelfeld, da gibt es zusammen mit der Stadtgemeinde, also federführend ist hier die Stadtgemeinde, aber ein sehr umfangreiches Programm. Und ich sehe also unsere Aufgabe vor allem wirklich im Standortmarketing, neben den ganzen Events, dass man einfach die Stadt so gut es geht wieder füllt, dass man bestehende Leerflächen an innovative Mieter, sagen wir mal so, vergeben kann. Und ja, ich bin guter Dinge, es ist viel Kleinarbeit, aber ich bin ein alter Idealist und hoffe, dass wir in 5-6 Jahren da doch die Leerflächen in Knittelfeld ziemlich reduzieren können. Man darf sich also auf einiges freuen hier in Knittelfeld. Lieber Jörg, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich sage herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen und wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Liebe. Ja, danke für die Einladung und ihr seid natürlich in Knittelfeld immer willkommen und hoffe, dass ihr uns oft besucht. Sehr gerne, Dankeschön. Ein köstlicher Morgen, ein wunderbarer Tag. Entdecken Sie die süßen und pikanten Frühstücksvariationen, aromatische Kaffeespezialitäten, erfrischende Drinks, feine Snacks und köstliches Eis. Jetzt im Kaffeewasserturm in Zeltweg. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Hunde und Hitze vertragen sich bekanntlicherweise nicht so gut. Es liegt also in der Verantwortung der Besitzer und Besitzerinnen, für eine kühle Umgebung und vor Überhitzung zu schützen. Doch nicht nur das gilt es zu beachten. Was noch? Das zeigen wir Ihnen im nächsten Bericht. Zur Sommerzeit kann es für Vierbeiner oft sehr gefährlich werden. Ein Hitzeschlag kann im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Ein Hitzeschlag beim Hund, wenn es wirklich zum Hitzeschlag kommt, äußert sich in vermehrten Hecheln, in Erbrechen,
Unwohlsein, Seitenlage, da wird es dann schon wirklich kritisch. Also in so einem Fall ist dann dringendst dann wirklich Hilfe angesagt, sprich einen Tierarzt aufzusuchen und als Erstmaßnahme langsame kühlende Maßnahmen machen. Das heißt, mit feuchten Tüchern die Pfoten bedecken, den ganzen Körper, aber bitte nicht den Hund ins Wasser schmeißen. Das ist nicht das Richtige, sondern wirklich langsam abkühlen, wie man das ja vom Menschen auch kennt. Immer mit frischem Wasser unterwegs sein. Bei jedem Ausflug jetzt, egal ob mit dem Radl oder Wandern, immer eine Trinkflasche auch für den Hund mitnehmen. Dann natürlich an Tagen wie diesen, hauptsächlich in der Früh und am Abend, die Gassi-Runde. Es kann schon eine ausgedehnte Gassi-Runde auch sein, aber bitte auf die Temperatur achten. Dann ist natürlich der Untergrund, der Boden auch noch wichtig, wo man unterwegs ist. Denken Sie an den Asphalt. Es gibt Untersuchungen, es ist einfach so, dass Asphalt, erstens ist er dunkel, zweitens wird er heiß, und zwar bis zur doppelten der Lufttemperatur. Jetzt rechnen Sie aus, Sie haben 25 Grad Temperatur und dann steigt der Boden bis auf 50 Grad. Es kommt zu Verbrennungen auf den Pfoten. Die kurznasigen Hunderassen haben natürlich mit dem Luftmangel immer zu kämpfen und es wird bei der Hitze schlechter. Die Farbe des Fells sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Dunkle Hunde absorbieren die Hitze stärker als hellere Hunde. Diese dagegen sind anfälliger für einen Sonnenbrand. Und schon gar nicht, das ist absolutes No-Go, den Hund im Auto zurücklassen. Auch nicht für kürzeste Zeit. Die Temperaturen im Auto ist auch so die Grundregel. Binnen einer Stunde geht die Temperatur im Auto aufs Doppelte hinauf. Hunde besitzen keine Schweißdrüsen, weshalb der Temperaturausgleich über das Hecheln und vor allem die Flüssigkeitsaufnahme stattfindet. Daher ist es wichtig, immer genügend Trinkwasser bereitzustellen. So kommt jeder Hund gut durch den Sommer und dessen Temperaturen. Durch sehr einfache Hygienemaßnahmen lässt sich die Zahl der krankmachenden Keime, vor allem in unserem Zuhause, sehr einfach minimieren. Warum das gerade jetzt bei hohen Temperaturen im Sommer noch wichtiger ist, öfter zum Putzlappen zu greifen, das erzählt uns diese Woche Önias Daniel Peter Kressel natürlich in unserem Gesundheitstipp der Woche. Hygienischer Haushalt im Sommer. Vor allem in den Sommermonaten ist Hygiene im Haushalt besonders von Bedeutung. Unbestritten ist nämlich, dass sich an heißen Tagen so manche potenzielle Keimbakterien oder Virenquellen rascher ausbreiten kann als in den kühlen Jahreszeiten. Sensible Bereiche sind dabei in erster Linie Küche und Bad. In vielen Fällen helfen bereits einige einfache Handgriffe und bewusste Verhaltensregeln, um das mögliche Übel abzustellen. Nun ein paar einfache Tipps für einen gesunden und hygienischen Haushalt. Auf ausreichend Händehygiene achten. Schwämme, Putzlappen, Geschirr und Handtücher sind oft Waren für Bakterienschleudern. So sollten Sie zum Beispiel Putzlappen nach jedem Einsatz mit hohen Temperaturen 60 Grad gewaschen und häufig ausgetauscht werden. Für das rasche Wegwischen von Flecken und Co. empfehlen sich beispielsweise recycelbare Küchenrollen. Verwenden Sie für Küche sowie Bad und Toilette getrennte Putzlappen. Rohe Eier, Fleisch, Fisch werden am besten mit separaten Kochutensilien zubereitet. So übertragen sie Keime nicht auf andere ungekochte, verzehrte Lebensmittel wie Salat. Frischwaren und Speisereste nicht bei Raumtemperatur lagern. Arbeitsflächen und Küchenutensilien mit heißem Wasser und Spülmittel nach Benutzung sorgfältig reinigen und abkochen. Der Kühlschrank sollte spätestens alle 4 Wochen gesäubert werden. Abfallbehälter, auch wenn Müllsäcke verwendet werden, mindestens einmal in der Woche den Abfallbehälter mit warmem Wasser und Reinigungsmittel säubern. Gut trocknen lassen. Müll an heißen Sommertagen täglich entsorgen. Klobürsten sollte alle 8 Wochen entsorgt und getauscht werden. Regelmäßig waschen des Bettzeugs. Dazu gehören Laken, Kopfkissenbezüge und Bettbezüge. Bettzeug kann schnell zur Heimat von hausstaubmildenden Bakterien und anderen Allergenen werden.
auf richtiges Lüften achten, Fenster und Türen früh morgens und spät abends weit öffnen, tagsüber Fenster und Türen besser verschließen und die Räume möglichst mit Rollos, Jalousien oder Vorhänge abdunkeln. Generell, regelmäßiges Putzen von Stellen, die Sie häufig berühren, wie etwa Lichtschalter, Türgriffe, Toilettenspülknöpfe, Armaturen, Seifenspender, Smartphones oder Fernbedienungen. Bei der Dosierung von Putzmitteln gilt grundsätzlich so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Bei der Hygiene im Haushalt geht es in erster Linie um eine gesunde Pflege der genutzten Räume und Gegenstände. Denn wie heißt es so schön? Mein Haus ist sauber genug, um gesund zu sein und schmutzig genug, um glücklich zu sein. Wir kommen an dieser Stelle wie immer zu unseren Treffpunkt Murtal Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky. Bauleitung Murtal. Die MS Lindenallee in Knittelfeld verabschiedet ihre Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen bei einem großen Schulschlussfest. Glückwünsche aus der Stadtgemeinde überbrachten Gemeinderätin Tanja Schmidt sowie der zweite Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder. Die innere Medizin des LKH Murtal Standort Knittelfeld wird Ende September eine personelle Veränderung verzeichnen. Mitte Juli wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, dass der aktuelle Leiter der Station mit 30. September 2023 seine Funktion zurücklegen wird. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten ist nahtlos gewährleistet. Als Folge wird Dr. Andreas Lueger interimistisch die Leitung der Abteilung übernehmen. Wie immer folgt nach den Kurznews und nach unserem Kinotipp auch schon das Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal. Es ist also an der Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschieden muss. Wir hoffen, es war Spannendes und Interessantes für Sie dabei. Sollten Sie etwas verpasst haben oder noch einmal sehen wollen, dann besuchen Sie unsere Kanal 3 Website unter kanal3.tv. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, genießen Sie weiterhin den Sommer und hoffentlich auch etwas Urlaub und freue mich schon sehr, wenn Sie dann ganz bald wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut!